Hallo, mein Kanal Kai in Thailand. Heute bin ich unterwegs am Poseidon Beach in Khao Lak. Werde euch da ein bisschen schöne Beachbilder zeigen. Es ist jetzt kein Sonnenschein. Manchmal haben wir Liquid-Sonnenschein, also flüssiger Sonnenschein, gibt es auch. Aber nichtsdestotrotz muss man ja seinen Tag genießen. Und vielleicht interessiert es euch ja, wie es jetzt im Moment in der Regenzeit hier aussieht. Ist ziemlich bewölkt, aber ja, ist ganz angenehm. Heute hatten wir schon ordentlich Regen. Gestern war es okay, der Tag davor war es der ganze Tag Regen. Aber sich den Spaß nicht nehmen lassen. So, hier sind wir beim Phar Mai Restaurant. Wie gesagt, am Poseidon Beach. Ich habe jetzt auch gerade gefragt, mir ein bisschen durchgeschaut, die anderen haben zu. Ihn habe ich gefragt, der Betreiber. Ja, jeden Tag geöffnet, außer wenn es jetzt wirklich stürmt und stark regnet, dann braucht er auch hier nicht auflassen, weil viel Kundschaft kommt wahrscheinlich nicht. Im Moment ist es halt auch so, dass es dann eher weniger Leute hierher verschlägt. Auf der anderen Seite, ein Stückchen weiter rauf, haben wir das Kalima Resort. Und hier vorne um die Zunge rum, da kommt dann, was ist denn das, Eden Beach und Merlin Resort und so weiter. Also von daher, ja, die laufen dann eher nicht so weit. Gibt ja da drüben auch noch Abschnitte, die schön sind und eben Restaurants vielleicht geöffnet. Ja, heute ist auch ein Freund von mir da aus Karlsruhe. Hallo. Martin. Und der war vor 2 Jahren ja auch schon das letzte Mal da, immer wieder mal. Zeig mal, guck mal. Ja, übrigens in eigener Sache, das T-Shirt, Kit-T-Shirt trägt er. Wer mich unterstützen will, gerne könnt ihr bei mir vorbeikommen, Kit-T-Shirt kaufen. Der hat mein eigenes Merchandise. Ja, es hilft mir halt ein bisschen für Kamera, hoppla, draufgeschlagen. Für Mikrofone, Kameras kaufen, GoPros habe ich mittlerweile 2, braucht bald wahrscheinlich wieder einen neuen Computer und so weiter. Und das Geld, was ich da halt einnehme, das nehme ich tatsächlich für den YouTube-Kanal. Also wenn ihr Lust habt und die T-Shirts ganz cool findet, die Qualität ist gut, dann kommt vorbei und kauft eins bei mir. Kostet 400 Baht. Verschicke tue ich sie leider nicht. Nach Deutschland, also in Thailand ist kein Problem, aber nach Deutschland muss ich mal schauen, ob das überhaupt machbar ist, was das kostet. Aber im Moment kommt bei mir vorbei im Atit Garden Restaurant, von Montag bis Donnerstag geöffnet, noch ein bisschen Werbung, ab 17 Uhr. Okay, jetzt machen wir weiter hier am Strand. Naja, übrigens hier im Phar Mai, Bar und Restaurant, steht mal der Martin im Bild. Ja, die Sunbed sind das ganze Jahr umsonst. Also das heißt, wenn du hier was verzehrst, wenn man hier Sunbed möchte, ja, einfach hergehen, ist umsonst, kostet nichts. Jetzt gucken wir mal, laufen wir noch ein Stückchen weiter, vorne über die Felsen. An Richtung Poseidon Restaurant oder Poseidon Bungalow, so rum. Und ja, finde ich immer schön, ein bisschen laufen. Und jetzt ist ja gerade Ebbe, kann man gut laufen. Also alles gut. Ja, muss sagen, jetzt gerade Regenzeit, klar. Hier spült es dann natürlich auch ja, immer ein bisschen Müll an, aber ja, so arg viel Sand fehlt da gar nicht, meiner Meinung nach, weil die Mauer gab es schon immer hier oben. Und ich habe mich jetzt gerade unterhalten mit dem Betreiber vom Phar Mai. Er hat gemeint, nur bei Vollmond und wenn es stürmisch ist, dann klatscht es natürlich oben hin. Und ansonsten ist es okay, sieht auch ganz gut aus, der Strand gefällt mir. Wie gesagt, das ist jetzt Ebbe bei der Flut. Kannst hier ja wahrscheinlich nicht laufen, aber gut, alles schön. Jetzt sind wir hier beim Paradise, die haben zu, aber das sieht schon echt wild aus, alterle. Ja, gut, da hat es da oben ziemlich viel Müll reingespült, ist auch ein bisschen was weggefressen vom Strand tatsächlich. Aber wenn man dann wieder hier vorschaut, da sieht es dann gleich wieder ein bisschen besser aus. Halt auch immer, je nachdem, wie die Felsen halt vorliegen, ob es dann geschützt ist oder ob es die Brandung dann halt richtig reinknallt. Jetzt gucken wir mal, wie wir noch über die Felsen kommen, aber hier nach hinten kommt man dann sowieso in die Navy Base. Vielleicht klettern wir auch noch hier auf der Felsen ein bisschen rum.
Jetzt hat es mich mal gerade nachgeschmissen her. Echt ausgerutscht hier. Jetzt müssen wir da durch. Warte mal. Komm ich da durch? So Rucksack absetzen. Mach mal, nimm mal kurz, ob ich da durchkomme. Steck fest. Boah, geht. Ist doch eng, ne? Geht. Hier oben ist Poseidon Resort. Das ist auch der Namensgeber für den Strandabschnitt. Den gibt es echt schon lang. Also den Strand sowieso, aber ich meine den Resort. Alles? Alles Resort, ja. Schöne Hütte, ja. Ich meine, in der High Season ist das toll da oben. Hängst da rum, deine Hütte. Wenn du willst, machst du da noch eine Hängematte hin. Sicherlich schön. Ja, jetzt sind wir hier am Ende. Da ist jetzt ein kleiner Fluss. Ich glaube, da gehen wir nicht durch. Aber doch ordentlich Strömung. Und auf der anderen Seite ist dann der Strandabschnitt vom Kalima. Aber ist auch schön hier. Gefällt mir gut. Schönes Eck. Ja, da oben sieht man auch immer wieder die Häuser zwischendrin rausblitzen. Okay, hier ist jetzt fertig für uns. Wir drehen um, laufen wieder zurück. Und dann auch fertig für euch. Ich hoffe, euch hat der kleine Eindruck vom Poseidon Beach gefallen. Mir macht es immer Spaß. Und sowieso, wenn Freunde dabei hast, ist was ganz anderes. Okay, schön. Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Dann bis bald in Thailand. Tschüss.